Ja, hallo und willkommen auf dem Kanal von Panico Centurio. Wir sind mal wieder in einem anderen Spiel. Wir sind in einem anderen Spiel. Es ist so alpha-mäßig. Like dem Gesichtsausdruck von ihm. Hallo, ich bin auch noch dabei. Ich bin der Corny. Oh, wie süß, der Corny. Ist er denn nicht süß? Ja, der Corny gräbt da rum. Währenddessen. Könnt ihr mal sagen, wie sich das Spiel nennt? Ah, genau, sag mal, wie das Spiel sich nennt. Also, ihr wisst vielleicht, der ein oder andere kennt das vielleicht, und nicht wahrscheinlich eher die wenigeren, aber das hat Ähnlichkeiten mit Minecraft, hat man gerade an meinem Buddeln gesehen, und Rust und sonst irgendwas. Genau, es heißt Life is. Feudal, wie auch immer. Feudal! Mit Öl. Auf jeden Fall ist das ein Spiel aus der Early Access. Das ist ein Early Access Spiel. Und wir haben uns mal gedacht, da das Spiel jetzt neu ist, wir haben es uns angeguckt, das sieht eigentlich ganz gut aus. Werden wir euch mal ein bisschen zeigen, wie man es spielt, was man beachten muss oder was auch immer. Ne, muss ich sagen, das erzählen wir euch nicht. Ja, wir selber noch nicht lange spielen, aber wir erkunden mit euch diese Karte hier. Wir spielen auf einem Server. Also wer dann vielleicht auf einem wieder mitmachen Server. Will, wir sind auf einem Server. Kann dann vielleicht auch auf den Server joinen, der ist nicht uns. Wir werden vielleicht früher oder später einen eigenen suchen. Also einen eigenen. Genau, wenn wir das weitermachen, suchen wir uns einen eigenen, kaufen einen eigenen und wir rummer. Weil ich würde sagen, wir machen vorab jetzt erstmal 10 Folgen. Mal schauen, es kann sich auch noch viel verändern in 10 Minuten. 10 Minuten. 10 Folgen. Weil das sind dann ja doch. Ein Early Access bedeutet immer durchgehend Arbeit am Spiel. Anders kann man es nicht nennen, durchgehende Arbeit am Spiel. Und Spiel kostet im Moment 30 Euro, bei Steam erhältlich. Genau. Und kann sich eigentlich jeder, wer will, kaufen. Ja, man muss halt eben was dran haben. Also am ehesten kommt es noch rüber wie Rust, nur dass es halt eben im Mittelalter ist und auch, also grafisch ist es wie Rust. Und es ist halt eben im Mittelalter und man kann halt eben bauen und so weiter und so fort, like Minecraft. Bauen, Junge. Das hier ist gerade die Map, aber der Kevin hat gemeint, es gäbe Maps mit bis zu 25 Kilometer Längen. Wie das dann sind soll, ja, keine Ahnung. Das sind dann 1000 Mann, über 10.000 Mann Server. 10.000 und mehr, aber das sind dann... Aber jetzt Leute, stellt euch mal was vor, man baut wirklich mit 100 Mann eine Ortschaft und man klatscht sich dann 100 gegen 100. You need to catch a breath. Ach so. Ach Gott. Also stellt euch mal vor, 100 gegen 100 kloppen sich da gegenseitig auf die Fresse und fackeln dabei in der Ortschaft ab, die man aufgebaut hat selbst. Boah, kriegt man dann Aggression. Boah, da würde ich durchgehend voll schreien. Hab ich das schon mal erwähnt? Das wäre schon irgendwie lustig. Das Ganze wird als erstes der Käse aufnehmen. Und ja, also at the moment nehme ich das auf, weil der Kevin hat extreme FPS-Probleme im Spiel. Liegt daran, dass leider nur meine Onboard-Grafikkarte, also die Intel 4000, geportet wird, warum auch immer, aber nichtsdestotrotz, es funktioniert mit mir und der Käse ist ja auch da mit seiner 77, in der dem läuft das, von daher reicht das auch. Ja, deshalb kann ich das so machen und das, vielleicht wird früher oder später Kevin das übernehmen, das hochladen. Vielleicht machen wir es auch beide, das könnte natürlich auch passieren. Kann auch sein. Aber at the moment werden wir so das Ganze voll abziehen. Ich glaube, langsam wird es dunkel. Wenn es dunkel wird, es ist wirklich dunkel, Leute. Also ich würde euch bitten... Hast du die Brightness hochgestellt? Ich habe die Brightness auf 200%. Ich kann es dann noch weiter hochhauen. Also Leute, wenn ihr nichts seht, stellt auf Vollbild und auf 1000, auf 27p und hofft, dass es funktioniert. Ich kann nichts dran ändern. Es ist einfach so düster. Es ist wirklich extrem düster. Ich habe keine Ahnung, wieso. Bei dem Spiel ist es wie in normalen, wie bei anderen Spielen, bei Minecraft oder sonst irgendwas. Man hat Hunger, man hat Leben und so weiter und so fort. Zum Beispiel wurde ich bei der Suche vom Käse angefallen von einem, ich schätze mal, Wolf oder Bär oder was auch immer. Und dabei bin ich halt tot umgefallen oder bin umgefallen, ohnmächtig und sowas. Und jetzt lebe ich wieder.
habe aber eine Wunde und die ist 1,5 Stunden lang, die Wunde. Ja, generell ist alles, also dieses Spiel, was man bisher gemerkt hat, ist relativ auf Länge basiert. Also der Tages-Nacht-Zyklus ist übelst lang, aber wirklich übelst lang. Ich hätte hier Weed. Könnte ich vielleicht da Weed anbauen? Da, wo du da umgebaut hast. Farming Dead Weed. Genau, Farming Dead Weed. I'm Farming Dead Weed. Ja, und wie man merkt, wir sind momentan selbst noch am Testen, was geht, was nicht geht. Nee, komm mal her, ich gebe mal dir das Weed. Bin ich hier? Ich bin am Flintstone sammeln. Ja, bring mal mit, genau. Er bringt das Flintstone vor was. Ich könnte ja wieder angeln. Das wäre auch mal wieder eine Wir werden euch Möglichkeit. auch so alles, was wir wissen, natürlich auch erklären, damit ihr, falls ihr das kauft, natürlich auch versuchen könnt, es selber, also müsst ihr es nicht unbedingt selber rausfinden und sagt, mi, 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 wenn ihr das Jung, braucht. bevor du rumflamest, ich will einen Rock. Bring einen Rock mit. Ein Rock. Ein Rock. Junge. Bring mal einen Rock mit. Am besten aus Seide. Ah, so flach. Oh Gott, der hat wehgetan. Bei mir guckt Game Pressure zu oft zu. Und da werde ich durchgehend immer von Flachwitz umhakt. Wie war das mit Mercedes und Kriegersterne? Ja. Leute? Ist ein Unfall mit. Was ist ein Unfall von. Was passiert. Genau. So, wieder von vorne. Leute, was ist ein Unfall von zwei Mercedes? Krieg der Sterne. Ahaha. Schenkelklopfer. Schenkelklopfer. Was natürlich auch noch ganz gut ist, ist Octopus. Der war nicht Boah, gut. habt ihr gar nicht verstanden, ihr seid echte Der war nicht gut. Arschgeige. Nehmen wir diese Flachwitze-Time, ey. Ah, ne, Boah, aber ich hab jetzt irgendwie muss man 11. das Spiel aber auch überlabern, weil, wie gesagt, es ist relativ eintönig zu Anfang. Später, wenn wir wirklich mal eine Ortschaft, ein Haus haben, beginnt das Ganze erstmal interessant zu werden. Ich habe vorhin auch schon versucht, einen Elch zu killen. Ist irgendwie nicht so aufgegangen, wie wir es wollten. Ich habe es versucht, mit einer Steinschleuder zu machen und wie gesagt, ging nicht so auf. Ich sagte nur echt, Boah, Spawn. Jung, wir müssten mal unbedingt da oben auf den Berg drauf. So richtig ganz oben drauf. Und da bauen wir einen Turm drauf. Da sind wir die Götter. Wir müssen generell erstmal was bauen, Alter. Ja, aber dann Stell sind wir mal die. Holz. Ja, aber dann sind wir Götter. Wenn man. What the Ich fuck? bin Gott. Da ist ein Pixel. Ist das bei dir auch? Was? Das ist ein Pixel? Wenn ich in den Himmel reinschaue, ist circa 20 Pixel. Auf der Aufnahme sieht man das nicht. Ein einziger grüner Pixel. Aber nur wenn ich in den Himmel schaue. Ja, keine Ahnung. Nice. So ein Polygon in grün. What the fuck? Boden ist er nicht da. Nur wenn ich in den Himmel schaue. Nice. Strange. Naja, die Map ist hier auch nicht geklippt. Wie man sieht. Da ist. Ja, relativ blöd, wenn so eine Map dann so verkackt ist. Aber es ist ja ein Alpha-Game, also Dead Alpha. Dead Alpha! Können wir mal schauen, was wir bauen können. Also ich persönlich würde gerne eine Kochpot bauen. Also hier den Ich Primitiv habe mal ein Cooking paar Pot. Flintstone, quasi 12 Stück. Ich hoffe, das reicht vorerst. Brauchen Rock. Wie gesagt. Ich habe gerade schon versucht, mit Abgeax irgendwie Rock abzubauen, aber Eine Sorb war kostet weniger 7. Wir bräuchten erfolgreich. echt eine Sorma zu Anfang schon mal. Ja, deswegen komme ich ja gerade. Ich wette, unten links das. Ist bei dir unten links auf der Anzeige, die ist ja auch bei dir nicht benutzt. Ne, wieder Nahrungsanzeige. Ja. Ich schätze mal, da kommt früher oder später bestimmt die Durstanzeige, dass man bestimmt auch früher oder später echt Wahrscheinlich. trinken muss. Also das Spiel soll ja wirklich realistisch als hell werden. Ich bin da auch sehr gespannt drauf. Momentan bin ich ja eher so der Samurai, wie man sieht. Ich habe einfach mal eine Sichel, eine Axt und eine Steinschleuder an. Sieht echt aus, vollgepackt, wie blöde. Währenddessen wir hier mal kurz Äpfel sammeln. Ich habe jetzt schon, boah, 32 Äpfel oder was? 34 Äpfel. Schnell rechnen für FTW. Echt mal voll verrechnet.
45 Äpfel. 45 Äpfel, sollten die reichen? Du hast gesagt, man kann teilen, wa? Und mit Shift. Ah ja. Ey, ich droppe dir mal hier die Äpfel. Ich glaube, ich kann sie auch aufsammeln. Vorhin, das konnte ich ja nicht aufsammeln. Ja, ich hab's auf. Das versuche ich mal aufzusammeln. Ich mach gerade eine Saw. Ja, die Saw könntest du mir dann geben, weil wie gesagt, ich werde dann versuchen, ich werde dann auf Holzfäller und Farmen gehen. Also ich werde dann der sein, der Kräuter sammelt, Bäume fällt. Du kannst ja der Miner sein, you know. Da muss man die Skills nicht immer so hochdrecken. Kannst du nicht einsammeln. Du weißt, wie man einsammelt? Ja. Sicher? Du gehst linksklick drauf. Ja, aber you cannot do anything with. Ach so, ja, nee, ist klar. Weil der ist ja noch auf mich geowned. Das sind die Säge, ich hab die getroppt. Ist jetzt ich hab die. Nein, die hab ich. Die Saw hab ich. So. Oh, ja, eigentlich gut, müsst du die Äpfel. Die Äpfel müsst du aber eigentlich auch sammeln können. Also ich weiß nicht, wie du da falsch machst. Kann ich jetzt hier den farmen? Nee, den will ich ja gar nicht. Das ist ein Apfelbaum. Äpfelbäume sollten wir nicht umhauen. Cut down? Wie kann ich den cut down? Keine Ahnung, mach ihn. Cut down ihn einfach nicht. Ich kann aber mit der Säge jetzt auch nichts wirklich mehr anfangen. Hier sind noch die Äpfel, ne? Die liegen immer noch da. Nimm die mal mit. Ey, hol du die. Kann die ja nicht. Ey, versuch's doch mal. Du bist sonst so blöd einfach nur. Geht doch nicht. You cannot do anything with that object, Junge. Die bringen aber viel Energie. Äpfel sind voll OP, hab ich doch gesagt. Äpfel sind voll OP. Ich weiß noch nicht, was soll man jetzt mit der Saw anfangen, weil ich kann da jetzt nicht wirklich mehr damit anfangen. Also ich kann den Apfelbaum nicht cutten. Ja, den kann ich auch cutten, aber ich kann hinten dran den schon nicht mehr cutten. Also der Apfelbaum zu cutten wäre ja extrem blöd. Wäre doch echt blöd. Weil Äpfel sind wirklich extremst OP in Sachen Überleben. Ja, nimm mal da Äpfel mit. Oder lässt du liegen? Oder wartest du die da ist noch 19, 18 Sekunden. Wäre das meine Owner-Time. Und probier's dann mal aufzusammeln. Ey, du hattest ja vorhin der Axt welche. Du rüst nochmal die Axt aus und dann damit nur welche. Oder versuch mal eine kleine oder was ich weiß. Ah, jetzt kann ich mal. Ich farme gerade Weed. Weil ich gut bin, you know? Oh. Kannst du die setzen auf meinem Feld? Bin ich ja gerade dabei. Das habe ich dir doch gerade gesagt. Ich hab dir doch gerade gesagt, dass ich die jetzt hier anpflanze. Wo ich denn ausgerüstet? Die Pick. So, und jetzt habe ich das dort gemacht. Mal schauen, was jetzt da passiert. Farming. So a piece. Ja, ich hab da Weed gesagt. So and Weed, so carrots, onions. Genau, und ich hab da, weil ich hatte ja Weed und das hab ich dann grad mal gepflanzt. Oh, mal schauen. Ich würde echt mal gerne wissen, wie wir dann jetzt halt eben mal dass man mit einer Saw anfangen könnte. Du brauchst ja immer noch, wir brauchen ja immer noch Roggi. Ja, wir bräuchten einen Rock, um halt eben, dass ich den Fisch machen könnte. Mach du dir mal noch einen Hammer, um zu schauen, was du mit einem Hammer anfangen kannst. Ein Hammer, mal gucken, ob ich einen Hammer machen kann. Packst du gerade? Ah! Ach! Guck mal da! Plant Birch Tree, Plant Willow Tree. Ja, Bäume pflanzen. Nichts pflanzen, Alter.
Was hast du jetzt gemacht? Die Bäume, die Dinger auf dem Boden? Ich habe jetzt irgendwelche Logs gesammelt. Also ich habe den jetzt zerschnitten in Holz, in Softwood Billet. Also ich könnte jetzt damit schätze ich mal unser Campfire befeuern. Ach, da oben ist sogar ein Wiggy angezeigt in der Help-Anzeige. Vielleicht sollte man da mal drauf gehen, weil ich gehe mal da drauf.